Mal, hier war doch irgendwas, was man forschen konnte mit. Oh, interessant. Wo ich diesen hier. Medizinische Eigenschaften. Dann haben wir hier einen Vitamininhalator. Ach, keine Ahnung. Also, Kiste. Da können wir erstmal den Scheiß unterbringen. Den Scheiß unterbringen. Den packe ich einfach mit rein. Diese lustigen Pilzsachen. Ich hatte doch hier auch noch eine Festplatte. Wo ist die Festplatte? Hier oben. Ich brauche auch das jetzt nicht mehr. Ich werfe die Dinger einfach da rein. So, dann brauche ich davon gerade die 5 nicht. Ich brauche auch die Schrauben nicht. Und das und das und das nicht. Oh, jetzt ist kein Platz mehr. Das nicht. Dann brauche ich das gerade nicht. Ich brauche gerade die Motoren nicht und auch die Rotoren nicht. Die Pistazien hingegen. Ach, scheiß drauf. So, und da hau ich jetzt noch. Was hau ich da jetzt noch rein? Das Aluminiumzeug brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay. Okay, alles klar. Gut. Jetzt gucke ich noch mal in diese Container hier rein. Denn irgendwo habe ich bestimmt noch irgendwie Computer oder sowas reingemacht. Hier ist noch eine Festplatte drin. Auch schön. Aber nichts von dem Zeug, das. Nichts von dem Zeug, das ich bräuchte. Was ist denn mit dem hier? Das ist der, in den ich gerade schon reingeguckt habe. Was hat der? Okay, und der? Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht habe ich ja irgendwo zufällig noch Computer oder so. Nee. Nö. Okay, also. Was ist denn mit dem ganzen Scheiß hier? Ist alles leer, ne? Nicht ganz. Also ich habe gesagt, ich brauche Blech, Kabel und was war es noch? Kateriumdraht, genau. Hoch mit dir, hoch. So, also wir nehmen noch ein bisschen Blech mit. Dann hole ich mir jetzt Kabel aus dem Lager. Und dann Kateriumdraht. Und dann gehe ich wieder zurück. Sind hier vielleicht schon irgendwo Kabel? Boing, boing.
Was habe ich denn hier eigentlich reingehämmert? Allerhand Kram. Aber nicht, was ich gesucht habe. Hä? So, ich gucke hier oben, aber ich vermute, Draht ist immer noch ganz unten, sozusagen im Bauch des Bahnhofs. Ja, ich habe das nämlich noch nicht. Ich habe das nämlich noch nicht nach oben befördert. Hey! Na? Was hast du für mich? Du hast Kupfer für mich. Das will ich gerade nicht haben, Shrimpy. Aber danke. Hä? Ich muss noch viel weiter hinunter. Und zwar hier so hin. Ja, und hier steht jetzt der Zug auch still. Weil der jetzt wahrscheinlich keinen Strom mehr hat, wa? Could that be? Aber ist egal. Denn wir haben eine Mission. Und die ist wichtig. So, und den Rest hämmer ich dann mit Katerium-Draht voll. Let me up! Okay. I see it. Yep. Aha. Die Sprengung hat sich offenbar rückgängig gemacht. Ich hinterfrag das mal nicht. Give me all of this. Give me all. Give me all. Okay. Auch wenn jetzt nichts läuft, bin ich doch sehr froh, dass ich die ganze Zeit über, als der Strom noch lief, produziert habe. Denn der allerspannendste Teil wird ja noch kommen, indem ich dann irgendwann dieses ganze Gewurschtel hier vielleicht auflöse und Minifirmen irgendwo hinbaue, die bestimmte Sachen produzieren, damit ich letztendlich immer alles produziere und alles da habe. Wie ich das letztendlich umsetzen will, das habe ich in meinem verwirrten Kopf noch nicht geklärt. Aber ich muss halt, wie gesagt, erstmal an dem Strom noch wesentlich mehr rausholen, auch bevor ich mit Atomenergie anfange. Deswegen will ich ja jetzt diese, wie heißen die? Zeigt mir das mal. Die Geothermie-Generatoren baue. Genau. Right, 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 right. Und zurück. Okay. Hallo? So, denn ich hatte gesagt, die Hypertubes sollen immer an sein.